seid. Schön, dass ihr es geschafft habt. Man muss dazu sagen, ihr seid gerade erst angekommen, seid eigentlich noch voll im Fahren und müsst euch gleich auf das Konzert vorbereiten. Umso mehr freue ich mich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und gehen wir gleich mal in die Vollen. Es gibt euch offiziell jetzt seit 1997, das heißt nächstes Jahr ein Vierteljahrhundert. Feeling old yet? Also, ich glaube musikalisch nicht. Körperlich fühle ich mich älter, als weitaus älter als ein Vierteljahrhundert. Meist geht es so auf das Jahrhundert zu. Aber musikalisch, ich glaube, sind wir jung geblieben. Also es macht weiterhin Spaß und man entdeckt sich immer wieder neu, auch wenn man so seinen Stil an Musik, seinen Weg, den man mit der Musik geht, gefunden hat. Aber letztendlich würde ich jetzt nicht sagen, ich könnte sein Papi sein, dass man sich alt fühlt. Weiß nicht, wie siehst du das? Ja, also ich bin jetzt ziemlich frisch dabei, seit knapp 2 Jahren. Und alt fühle ich mich auf gar keinen Fall. Ich bin selber Baujahr 97, also quasi so alt, wie die Band wird. Und also ich finde es super. Es macht Spaß mit den Jungs. Super, dass wir hier die Gelegenheit haben zu spielen, hier mit dir sitzen zu können. Ja, wir freuen uns auf einen geilen Abend und wir haben Bock. Und ich finde das auch super, dass du die Kosten auf die Technik hier geschoben hast und nicht unsere Gage genannt hast und gesagt, so Obscurity verdienen so viel ja. in dieser scheiß Show, dieser scheiß Mucke. Die allein dieses scheiß Koks, ne? Es kostet. Da guckt ja meine Nase an, da passt was rein. Das gibt, also in letzter Zeit gibt es das ja öfter mal, weil halt Bands ja auch schon so lange existieren, dass es ein sehr großes Altersgefälle in der Band gibt. Merkt ihr das dann irgendwie im Proberaum oder ist das scheißegal oder trifft man sich irgendwie in der Mitte? Ja, soll ich was dazu sagen? Du kannst ja erstmal sagen. Das ist ja beide Sichten dann interessant. Ja, also ich habe auch immer gedacht, also Obscurity hat ja bisher immer so funktioniert, wir sind fast 20 Jahre lang ein Konstrukt an Personen und auch ein Alterskonstrukt gewesen. Also wir haben knapp ein Jahr Differenz in Altersunterschied gehabt. Und dann ist es halt so gewesen, Prioritäten, persönliche Lebenseinstellungen ändern sich und so hat sich dann auch die erste Veränderung musikertechnisch in der Band ergeben. Ja, und dann hat man überlegt, wie geht's weiter? Und Obscurity ist halt, wir umschreiben das immer so, klingt vielleicht ein bisschen albern, aber es ist wirklich Fakt, wir sind 5 Freunde, die Spaß an der Musik haben, wir sind 5 Metal-Fans, die Spaß an der Musik haben. Und da kommt es bei uns jetzt nicht aufs Alter an, sondern oder ist derjenige, den wir für die Band als Ersatz dann benötigen, ein Virtuose an seinem Instrument, sondern vielmehr auch auf die Persönlichkeit. Klar sollte schon so eine Grundtechnik gegeben sein, aber wir haben ja nicht besonders aufs Alter geguckt. Wobei dann doch im zweiten Schritt du dann denkst, der Junge ist 25 oder 20 Jahre jünger als ich. Unser Gitarrist Nico ist ja auch wesentlich jünger. Also die haben das Altersgefälle echt extrem nach unten geschraubt. Auf einer Seite war es gut, die Frauen vor der Bühne bekommen endlich mal junges Gemüse zu sehen. Auf der anderen Seite denkt man auch so, ja, kommt man wirklich, diese 2 Generationen, die dazwischen liegen, führt das zu Konflikten. Aber das ist gar nicht der Fall, sondern es ist vielmehr sehr, sehr wertschöpfend, was also die neuen Ideen, neue Ansichten, wo man dann, Betriebsblindheit einfach mal dieses Stichwort, was so bei uns dann irgendwie so ein Stück weit eingefahren ist, wenn dann so der frische Wind kommt, dann auch junger Wind, die beispielsweise mit digitalen Medien aufgewachsen sind, nur sagen, wir brauchen Facebook, wir brauchen Instagram, wir brauchen das und das und du denkst erstmal so, was brauchen wir? Ne? Also von daher ist es schon eher eine wertschöpfende und gute Zusammenarbeit. Ja. Wie ist das bei dir? Bist du dann mit Respekt reingegangen oder zu viel Respekt oder gar kein Respekt oder hast du einfach mal das auf dich zukommen lassen? Also ich bin da mit großem Respekt und ja, so ein Stück weit, wenn man so sagen kann, Ehrfurcht vielleicht auch reingegangen, weil ich selbst jahrelang Fan gewesen bin und immer noch auch bin von den alten Sachen, die jetzt vor mir auch passiert sind. Und ja, seit ich 14, 15 bin, habe ich die Band Obscurity gehört und geliebt und für mich war das dann natürlich nochmal ein viel größerer Schritt und ein großer Druck dann auch beim Vorspielen zum Beispiel, mich dann damit ja, mit meinen Jugendhelden quasi so zusammenzusetzen und dann selber Musik zu machen. Noch als Bravo-Schnitt an der Tür kleben gehabt. Ja, genau.
Denkt man dann nicht auch manchmal dann in dem Moment so, nee, ich bin zu sehr Fan, als dass ich mich da jetzt melde und sage, ich würde gerne? Gab es diesen Augenblick? Ja, ich habe natürlich im Vorfeld echt überlegt, machst du das jetzt, machst du das wirklich, kriegst du das überhaupt auf die Reihe so? Und ich muss auch echt hart an mir arbeiten, um so technische Standards halt auch dann für mich am Instrument, also am Schlagzeug dann hinzukriegen. Aber am Ende war es halt die richtige Entscheidung für mich, weil, wie Marc gerade schon gesagt hat, es passt einfach menschlich und da spielt das Alter auch keine Rolle. Und wir als Junge, Nico und ich, der Nico ist ein Jahr älter als ich, wir profitieren quasi von der Erfahrung, die die drei anderen Jungs mitbringen, und wir bringen halt quasi jetzt unsere Einflüsse in die Musik rein, die wir schon seit wir klein sind quasi mögen und hören. Ja, frischer Wind ist natürlich ein gutes Stichwort. Ihr habt jetzt euer neuntes Album rausgebracht. Ich werde jetzt versuchen, den Namen richtig auszusprechen. Skogamos. Egal, ich werde es in diesem Stream nicht mehr hinkriegen. Das ist jetzt euer neuntes Album und schon das sechste bei Trollzorn. Was macht dieses Label für euch so besonders und quasi dann schon fast für ein Zuhause? Und Trollzorn ist ja auch so ein Label, was hier mit diesem Festival sehr verbunden ist. Ne? Genau. Ich glaube, das ist das Gleiche. Du kannst das, was ich eben gesagt habe, was die Band zusammenhält und zusammengeführt hat, Freundschaft, auch mittlerweile oder schon seit langer Zeit steht diese zwischen uns und Trollzorn. Also Stefan und Kai und auch das gesamte Team, was dahinter steht, da steht ja auch nochmal ein freiwilligen Team, ein ehrenamtliches Team dahinter. Das ist auf einer Seite hast du halt das Geschäft, das darf auch nicht aus den Augen verloren werden. Gerade die Jungs investieren ja auch in uns als Band und sollen auch, ich sag mal, das, was sie an Kosten haben, auch gerne wiederbekommen. So funktioniert es halt. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es eben, dass es eher wirklich ein freundschaftliches Verhältnis ist. Also einfach mal dem Beispiel, wenn du die Verträge sehen würdest, die wir mit Trollzorn schließen, dann denkst du so, hättest du auch einen Bierdeckel hinlegen können, drei Kreuze drauf machen können. Hätte genauso gepasst. Ne? Und das verbindet uns halt. Ne? Also die lassen uns das machen, worauf wir Lust haben. Klar, sagen die auch mal so, ja, hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt oder boah, den Song finde ich cool, den weniger stark. Aber die würden nie und haben nie gesagt, so pass mal auf, macht mal ein Sauflied, macht mal einen schönen Walzer oder sonst irgendwas, verkauft euch mal ein Stück, um eben halt vielleicht auch mehr erreichen zu können, vielleicht. So. Und ich glaube, das ist das, was es so, dieses Vertrauen, was wir untereinander haben. Und wie gesagt, die Jungs sind einfach ehrliche Häute. Du kannst mit den Pferde stehlen. Was man nicht macht, ist illegal. Kühe schubsen. Das ist lustig. Nein, also es ist schon ein Label, wo wir, ich glaube auch, wenn die Jungs da Bock drauf haben, in Rente gehen können, ja. Also der kaum aussprechbare Titel. Günther. Sagt ihr ihn nochmal? Skogamos. Ich habe nachgeguckt, das bedeutet ja übersetzt Mann des Waldes. Und man hat ja Leute damit bezeichnet, in Wikingerzeiten, es ist ja auch alles nicht alles die eine Kultur, wie es immer gerne mal dargestellt wird, das waren halt Ausgestoßene, die Scheiße gebaut haben, die Verbrechen begangen haben und die dann halt aus der Gemeinschaft ausgestoßen worden sind und sich dann im Wald, im Moor durchschlagen mussten, die vogelfrei waren, also wenn man sie traf, sie waren gezeichnet, beschwerte sich keiner, wenn man die mal zum Liegenbleiben animierte, um es mal so zu sagen. Und heute wird man es vielleicht ja Outsider oder Outlaws nennen. Und ich finde es eigentlich einen sehr, sehr schönen Titel für ein Metal-Album. Aber die Frage ist jetzt auch so, inwieweit taugt Metal eigentlich im Jahr 2021 noch als rebellische Musik? Wie seht ihr das? Also, rebellische Musik, das ist, ich glaube, das ist halt auch so ein Kind der Zeit-Ding. 70er, 80er Jahre, wütende Jugendliche haben Bands gegründet und haben über ihre Probleme oder über die Musik ihren Problemen Ausdruck verliehen und haben da sich Luft gemacht. Und natürlich, die Musik, Metal, die Subgenres, die sich gebildet haben und so weiter, die sind halt alle auch erwachsen und haben sich entwickelt.
Und da ist es halt schwierig, immer noch zu sagen, ja, das ist jetzt alles nur rebellisch. Ich glaube, vielmehr ist es halt eine große Plattform geworden dafür, dass sich Menschen generell künstlerisch ausdrücken und Themen jedweder Art auch irgendwo ansprechen, die sie persönlich oder bestimmte Gruppen oder Gemeinschaften eben auch prägen, ja, dann einfach anzusprechen. Also Rebellion ist, glaube ich, immer ein Kernthema, aber man kann, glaube ich, nicht sagen, dass die Rebellion quasi den Metal antreibt und dass es alles eine Trotzbewegung ist. Das, glaube ich, ist ein bisschen veraltet, die Darstellung oder diese Ansicht. Ah, das fürchte ich auch. Ja, wie gesagt, das Ganze heißt übersetzt Mann des Waldes. Das Cover-Artwork ist auch im Wald angesiedelt. Es gibt da diesen, ich sag mal, Pranger, wo dann auch in einem alternativen Artwork für wahrscheinlich Shirts dann auch noch so ein Kreuzritter dran ist. Ich konnte die Texte leider nicht durchgehen. Gibt es ein übergeordnetes Konzept bei der Platte oder ist das eine wilde Mischung? Also ein Konzept, es steht da nicht hinter. Es ist eher die wilde Mischung und ich sag mal, es werden aktuelle zeitgenössische Themen behandelt, als auch, ich sag mal, Geschichten wie Geist von Neuenberge beispielsweise. Ist eine alte Sage aus dem Bergischen Land, die ich da aufgegriffen habe. Ich versuche immer eine gewisse Vielfalt an textlichen Inhalten und Ideen darzustellen, aber diese in ein doch lyrisches, nordisches Gewand zu verpacken. Also das ist immer so meine Idee, diese nordische Schiene zu gehen, aus der wir ja auch kommen. Auch musikalisch kann man uns ja, sieht man uns ja oder findet man uns so in der Viking-Richtung. Und Niedertracht beispielsweise ist ein Song über, ich sag mal, aktuelle Themen. Irgendwie Hinterlist, gibt es noch Meinungsfreiheit? Das sind so Fragen, die ich einfach jetzt mal in den Raum werfe. Darf man das noch sagen, was man wirklich denkt? Und ist Kapitalismus wirklich der richtige Weg, den man geht? Also auch solche Themen oder solche Kernfragen verbirgen sich da, sind in den Texten im Prinzip verarbeitet. Vielleicht auch nicht immer auf den ersten Blick so zu erkennen, aber das ist auch bewusst so gewählt. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Die Leute sollen sich auch mal mit so einer Platte beschäftigen. Genau, und genau das ist das eben halt. Vielleicht auch nochmal zu diesem rebellischen Thema. Jeder hat ja ein subjektives Empfinden A von Musik und B, was will derjenige mit seinen Texten überhaupt transportieren und ausdrücken. Und ich glaube, das ist eben halt auch das Wertvolle an Musik und auch Texten an sich, also dass jeder sich selbst irgendwo an einer Stelle wiederfindet. Das ist wahrscheinlich nicht die Stelle, an der ich mich bewege, oder vielleicht auch die gleiche Stelle, aber du findest dich vielleicht gedanklich in einer anderen Position, wenn du meine Texte hörst und für dich übersetzt. Also rein klanglich muss ich sagen, es ist zwar euer neuntes Album, aber es klingt für mich sehr frisch. Es ballert schön und auch so, also angenehm störrisch, finde ich. Also wir machen unser Ding, leckt uns alle am Arsch. Aber gerade, dass es so schön motiviert auch irgendwie klingt, finde ich ziemlich spannend. Wie weit war da jetzt, so waren die Besetzungswechsel und vor allen Dingen auch so diese Corona-Lockdown-Pause da irgendwie mit drinne? Hat das irgendwie nochmal einen Einfluss aufs Songwriting gehabt? Das ist deine Frage. Ja, also wir haben auf jeden Fall, der Nico und ich als neue Mitglieder, unsere eigenen Ideen und Einflüsse mitgebracht und haben uns halt auch am Songwriting ordentlich beteiligt. Also das läuft ja bei uns sowieso so, dass jeder Ideen einbringt und wir verwursten unsere Ideen und dann entsteht halt ein Song oder halt ein Album dann am Ende auch draus und da hat dann jeder seinen Anteil, den er trägt. So halt auch wir als zwei neue Mitglieder. Und wir hatten tatsächlich durch Corona mehrere Aufschübe, was den Release anging, und hatten dann natürlich nochmal Zeit mit Tim Schult, unserem Audio-Engineer, nochmal ins Mixing und Mastering zu gehen und dann Also das nochmal habt ihr eher wirklich. dann als positiv verwertet? Ja, es Ja, war, toll. es schlug ein bisschen aufs Gemüt, sodass man das doch Ja, ist immer wieder klar, dann man will aufschieben musste. raushauen. Aber wir hatten dann, wie gesagt, wir haben uns dann auf die positiven Punkte besonnen und gesagt, ja, dann haben wir jetzt nochmal Zeit, machen schön Feintuning und da hat der Tim halt auch wirklich super gute Arbeit geleistet, da auch nochmal an 4CN Studios, wo wir aufgenommen haben und der ganze Prozess gelaufen ist. Shoutout und vielen Dank. Ja, vor allen Dingen muss man auch eine Sache ganz kurz noch erwähnen. Tim, unser Studioproduzent, Techniker, gehört ja auch seit Jahren zur Familie und
er hat ja auch immer wieder einen höheren Anspruch als zum Vorgängeralbum. Das ist es halt auch. Er kommt ja auch mit neuen Ideen. Sagt, lass uns das diesmal so und so probieren. Wir haben zum Beispiel an den Gitarrensounds einiges verändert, rumgeschraubt. Das basiert halt auch auf seiner Entwicklung. Ne? Er sagt dann auch, ich höre mir das Vorgängeralbum nochmal an, würde ich heute vielleicht nicht mehr so machen. Und das kommt dann auch noch dazu. Hm. Wir hatten ja gerade schon das Thema, dass sich Dinge doch jetzt sehr stark geändert haben. Und was mir aufgefallen ist, ihr habt jetzt mit Ethnogenese und Glodenisa, habt ihr zwei Tracks vorab veröffentlicht. Und als extremere Band kannte man das eigentlich bisher kaum, dass man so quasi Singles gemacht hat. Das hat ja Spotify jetzt schon ein bisschen verändert. Seht ihr das positiv so? Ja, schon mal einen raushauen, schon mal anteasern? Oder ist das eher nervig? Weil ihr seid ja auch eine Albumband eigentlich, ne? Ich glaube, das ist auch so der Generationenunterschied. Ja, also. Ja, oder interessiert mich deine Sicht halt auch, weil, ne, für unsere Generation ist halt immer noch recht neu, muss man einfach so sagen. Ja, so als Einleitung dazu, man kann schon echt merken, dass Streaming-Plattformen und diese ganze Entwicklung hin zur Single über Klickzahlen und so weiter, deswegen werden Lieder mal kürzer, die Singles werden rausgehauen, anstatt erstmal Album zu machen. Das ist natürlich alles der Entwicklung geschuldet und da muss man auch sagen, man geht dann halt ein bisschen mit der Zeit und orientiert sich mal, probiert mal was aus auch, vorab dann zwei, drei Singles zu releasen, um vielleicht auch die Aufmerksamkeit ein bisschen zu stärken und mal zu gucken, was hat das für einen Effekt. Aber ja, für uns ist halt trotzdem wichtig, dass man das Album so im Gesamtkonzept, auch wenn es jetzt kein Konzeptalbum ist, aber so im Gesamten das Album zu betrachten und das auch ja, künstlerisch wertzuschätzen. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall viele Einflüsse, mit denen man sich dann mal auseinandersetzen muss. Warum gibt es jetzt eigentlich so viele Singles und wieso? Ja, das ist klar. Das ist also ich war schon ein bisschen erschrocken. Wir haben ja Corona-bedingt auch, haben wir ja ein bisschen Zeit gehabt, im Vorfeld auch Videos zu produzieren. Sonst ist das immer so ganz knapp auf Kante genäht. Und dann kam halt das erste Video raus und die Kommentare auf Facebook, wann gibt es das auf Spotify, wann kommt das auf Spotify? Und ich sag, was ist denn mit immer mit Spotify? Ne? Also klar, kenn ich Spotify. Aber es ist auch eine neue Generation. Ich glaube, das ist auch das ist eben halt auch eine Art, klingt jetzt vielleicht negativ, das war gar nicht negativ behaftet, Bequemlichkeit. Du hast es auf Spotify, klickst drauf, hast es in deiner Playlist und kannst es immer wieder hören. Ich früher, als ich noch jünger war, da war es eben halt so, du musstest immer wieder auf YouTube gehen, dieses Video neu starten, oder du hast dir den YouTube-Downloader runtergeladen, damit du das Video in eine MP3 umwandeln konntest, beispielsweise. Ne? So, und Ja, die Hürden sind niedriger geworden. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die nächste Band hat schon angefangen. Wir sitzen hier quasi im Backstage hinter der Halle. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr, aber die eine oder andere Frage habe ich noch. Ihr habt jetzt mit Bergische Löwen Part 2 quasi eine Fortsetzung jetzt auch noch rausgehauen. Das Bergische, ich habe mich ja extra schick gemacht für euch, ne? Das Bergische ist ja euch schon sehr, sehr wichtig. Was macht das, dieser Landstrich und die Menschen dort für euch aus? Jetzt kommst du nicht aus dem Bergischen, ne? Ja, ursprünglich nicht. Dann schweig stille. Ja, also für mich persönlich ist es A, die Landschaft, die mich immer wieder fasziniert, aber nicht nur. Das Bergische Land hat eine Geschichte. Und da finde ich mich persönlich extrem drin wieder. Die Eigenschaften der bergischen Bauern im Mittelalter, oder nehmen wir die Schlacht von Worringen. Da waren die bergischen Bauern damals, ich sag mal, das Zünglein an der Waage, hinten raus. Am Anfang hat man, also die bergischen, also du musst dir vorstellen, unsere Vorfahren sind in irgendwelchen Miederkleidern dahin mit einer Spitzhacke in der Hand und wollten an der Schlacht gegen irgendwelche Ritter teilnehmen. Ja? So, also jetzt einfach mal ganz flach beschrieben und sind im ersten Moment ordentlich versohlt worden und in die Flucht geschlagen worden. Aber nichtsdestotrotz konnte man diese Menschen, die gerade gebrochen gewesen sind, wieder motivieren, nochmal in diesen Hexenkessel zu gehen. Und dann waren sie das Zünglein an der Waage, weil sie einfach rasend vor Wut, brutal. Also da lag der Edelmann in seiner Rüstung auf dem Boden und die haben den richtig alle gemacht. Ja, jetzt bin ich kein brutaler Schläger, aber so dieses Nicht-Aufgeben, Aufstehen,
weitermachen. So, und das ist, das mag es auch anderswo auf der Welt geben, um Gottes Willen, klar. Aber es ist eben für mich, ich bin im Bergischen Land geboren, das, damit identifiziere ich mich. Und auch mit den Geschichten, Geist von Neuenberge beispielsweise. Ne? Du hast, also das Bergische Land hat viele Mythen und Geschichten oder auch valide historische Ereignisse erlebt. Und damit kann ich mich persönlich sehr, sehr gut identifizieren und immer wieder auch Themen für neue, ja, lyrische Ergüsse, Ergüsse finden. Also dich kriegt man da auch nicht weg. Ich warte, man muss vorsichtig sein. Irgendwann kann es auch einfach langweilig und öde werden. ich glaube, das ist dann auch die Kunst. Oder an dem Punkt, wenn man an diesen Punkt kommt, dann ist es vielleicht auch besser, zumindest mal eine Pause zu machen. Und vielleicht dann über, wo kommst du her? Niederrhein? Detmold. Quasi ja, Lippe. Ist ja fast Niederrhein. Ich komme ursprünglich auch aus Ostwestfalen-Lippe. Also. Ah, sehr schön. Ich kenne die Ecke. Ja, ich gehe jetzt. Also, bevor ich jetzt wieder den alten Mann frage, dann die nächste Frage an dich. Ihr habt euch ja schon auch des Öfteren klar gegen Extremismus ausgesprochen. Und wenn ihr so halt so Heimattexte habt und so weiter, gibt es das auch mal, dass so Vollverpeilte bei euch auftauchen oder sie das für sich vereinnahmen wollen? Und wie geht ihr damit um? Vor allem, wir hatten jetzt auch neulich diese unschöne Geschichte mit dem Wiese-Stilfest, mit Sodom und so. Checkt ihr vorher bei Festivals, wo ihr die Leute noch nicht kennt, so wer spielt da und sagt gegebenenfalls auch ab? Also ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich noch nicht so lange dabei bin, aber wir gucken uns auf jeden Fall die Line-Ups an und gucken dann natürlich auch, mit wem spielen wir da, kennt man die Bands. Bisher ist es zumindest jetzt, seit ich dabei bin, noch nicht dazu gekommen, dass es da fragwürdige Line-Ups gab, wo man sagt, oh, da müssen wir uns jetzt aber mal nochmal mit den Leuten auseinandersetzen und gucken, ob wir die richtige Band halt für diese Veranstaltung sind. Zum Glück ist das noch nicht passiert. Aber wir können natürlich sagen, und da spreche ich glaube ich auch für alle aus der Band, dass wir uns gegen jedwede Form von Extremismus zur Wehr setzen und das auch keineswegs tolerieren. Und dafür steht halt auch der Titel Skogamores. Das sind Menschen, die vielleicht ausgestoßen sind, als Gesetzlose gelten, aber wir stellen die Perspektive des eigenen mündigen Denkens, dieser Outlaws quasi, in den Vordergrund und nehmen das quasi auch als Denkanstoß zu sagen, Leute, nehmt nicht alles hin, was ihr hört oder was ihr lest, sondern denkt selber nach, seid vernünftig und besinnt euch auf euren eigenen Verstand und guckt wirklich, was Leute reden, denn das hat nichts mit Freiheit zu tun, irgendwo hinterher zu laufen. Das ist so die Message. Vielleicht auch nochmal zu deiner Frage, ja, wir würden klare Kante zeigen und zur Not bricht man auch einen Auftritt ab, reist ab oder nimmt halt dieses Angebot, welches man dann vielleicht bekommt, aus der Richtung auch gar nicht an. Sehr cool. Ja, dann kommen wir auch schon auf die Zielgerade. Und das ist jetzt wieder eher eine Frage an dich, wieder auf die Geschichte bezogen von der Band seit 1997. Und seitdem gab es einen riesen Hype an Pagan, Viking Metal und hast du nicht gesehen, der hochgekocht wurde, teilweise auch sehr ausgeartet ist und jetzt so langsam sich wieder gesund schrumpft. Jetzt hat man nicht mehr so den Riesenhype. Es wird wie, also so Bands, die halt nur drauf aufgesprungen sind, verschwinden so langsam. Wie beurteilst du das so im großen Überblick und hat dir das auch manchmal Bauchschmerzen bereitet? Eigentlich gar nicht. Man steckt uns ja musikalisch ganz gerne in die Schublade Pagan. Hm? Ich persönlich, und ich glaube, da sehen die Jungs sehen das genauso, finde, wie Obscurity ist kein Pagan-Metal. Wir haben vielleicht Schnittmengen mit Pagan, die haben wir aber auch in großem Maße mit dem Viking-Metal, aber hauptsächlich mit dem Melodic Death. Da würde ich uns heutzutage sehen. Früher war es eher der Black-Metal, heute ist es eher die schwer Todes-Metall-Ecke. So, und von daher, da achten wir, also ich habe da nie drauf geachtet, ist die Musik, die ich jetzt persönlich mache, ist die eher da oder ist die eher da? Also das, klar, hat man da einen Sinn für oder ein Empfinden für, aber letztendlich nicht gesteuert. So, von daher hat mir persönlich das nie Bauchschmerzen gemacht. So, was du richtigerweise sagst, man hat natürlich, ich sag mal, so eine Art Wellenform mitbekommen. Irgendwann gab es eine Spitze an Bands, die dann teilweise auch, da gebe ich dir auch hundertprozentig recht,
ich würde nie schlecht über Musikerkollegen reden, niemals. Es gab aber Bands, die auf diesen Zug halt aufgesprungen sind, diesen Zug auch oder diese Art von Musik auch ausgequetscht haben. Und letztendlich ist das dann schon vor Jahren, also das war mein Empfinden, vor Jahren schon wieder bergab gegangen. Und ja, sag mal, die ehrlichen, jetzt klingt es vielleicht auch ein bisschen doof oder unfair anderen Bands gegenüber, aber es ist immer die Bands, die wirklich dahinter stehen, was sie machen, die gibt es noch. Ja, sieht man ja heute hier beim Meet and Greet Festival. Abschließend, ja, ihr steht gleich in etwas über einer Stunde auf der Bühne beim Meet and Greet im Resonanzwerk Oberhausen. Was verspreche ich euch von dem Abend, von dem Auftritt? Habt ihr Bock? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind hier angekommen, die Stimmung ist super geil, viele bekannte Gesichter auch schon wieder getroffen. Es ist voll, also super, die Leute haben Bock, wir haben Bock. Wir freuen uns auf den Abend und haben Bock, gleich richtig einen abzureißen, würde ich sagen. Was ich persönlich sehr schön finde, wir haben die erste Show dieses Jahr in Leipzig gespielt, im Hellraiser. Es war das Hellraiser hat die Veranstaltung nach draußen verlegt, damit es überhaupt in dem Rahmen stattfinden konnte. Und du bist auf diese Veranstaltung gekommen, die Masken waren allgegenwärtig und es war fühlbar, dass irgendwas nicht stimmt. So, ne? Also, heute war es so, da haben wir uns eben schon drüber unterhalten, du kommst rein und musst dich erstmal daran gewöhnen, dass dir keiner mit Maske rumläuft. Man erschreckt sich auch ein bisschen. Genau, man erschreckt sich so. Und das ist aber auf der anderen Seite ein richtig schönes, freies Gefühl irgendwie. So, es geht alles in die richtige Richtung. Bitte weiter diesen Kurs einschlagen. Und ich persönlich habe den Jungs gesagt, ich hatte heute auch wieder einen stressigen Scheiß-Arbeitstag und bin ziemlich down. Und mittlerweile bin ich aber, ich freue mich auf die Show und kann mich da gleich schön auspowern mit den Leuten. Viele bekannte Freunde schon getroffen, die hier sind. Das freut mich, die ich auch jahrelang jetzt aufgrund oder zum Teil aufgrund von Corona nicht gesehen. Von daher, meine Motivation ist fast bei 100%. Das kriegen wir noch ganz aufgedreht. Ihr Lieben, Obscurity, der Marc und der Chris waren bei mir zu Gast. Nochmal vielen, vielen Dank. Die Jungs sind gerade erst angekommen, müssen sich gleich für den Auftritt vorbereiten. Du hast den Tag gearbeitet, hast du gesagt. Insofern vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Dafür, ich wünsche euch gleich eine Knallershow. Und wenn ihr dranbleibt, die komplette Obscurity-Show wird dann gleich im Stream zu sehen sein. Und ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Und vielen Dank, Obscurity. Und hoffentlich auch bald. Ja, dann auch nochmal von uns einen Gruß an alle Leute da draußen. Wir sind stets bemüht, eine gute Show abzuliefern. Und der eigentliche Grund ist, warum jetzt hier abbrechen muss, ich bin alt, ich muss pipi. Das müssen wir alle.